nach unserer Erfahrung gibt es diese eine Kennzahl nicht, auch aus finanzieller Perspektive, also so ein ROI der Unternehmenskommunikation, erst recht der internen Unternehmenskommunikation, ist, glaube ich, etwas schwierig. Und wir sagen immer, das ist nicht so möglich, sondern es geht eher darum, das ganzheitlich zu verstehen und zu sagen, okay, welche Unterstützungsleistungen als Wirkung und auch als Leistung kann Kommunikation eigentlich beitragen? Und das sind eben in der Regel jetzt nicht 1:1 Finanzkennzahlen, sondern eher, ich glaube, auf ja, kommunikativer Ebene sowas wie Reputation oder auch Markenstärke. In der internen Kommunikation sind es in jedem Fall solche Sachen wie Mitarbeiterbindung, Involvement, dass eine Mitarbeiterzufriedenheit da ist und auch ein entsprechender Kenntnisstand zur Strategie. Also ich glaube, dass niemand sich auf Management-Ebene interessiert für die Kennzahlen, die zu tun haben mit Medien und Kanälen. Ob das jetzt ist Nutzerraten im Intranet oder Likes und Followerzahlen. Also die Unternehmenskommunikation intern wie extern konzentriert sich sehr stark auf rein operationale Kennzahlen, eher kanalbezogene Kennzahlen. Was aus Management-Sicht relevant ist, sind eigentlich nur zwei Kennzahlen und die eigentlich Kennzahlen auch des Unternehmens sind, nicht nur der Unternehmenskommunikation. Und zwar gibt es auf Basis einer Metastudie, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, es gibt zwei KPIs. Wie ist die Stimmung im Laden? Wie sind wir gegenüber dem Wettbewerb positioniert? Das sind KPIs, die für das Management relevant sind. Und dann muss ich zeigen, zu diesem KPI, was ist mein Beitrag?